Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde von Ost nach Süden, von Norden nach Westen. Hier ist er wieder, euer guter alter Co-Minister. Genau, das ist richtig. Ich habe ich habe das aber auch falsch gemacht, ne? Was sagt denn Spencer immer? Ja, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, von rechts nach links, von innen nach außen. Von, ja, nein, von 1 bis Z. Von ach ja, von A bis Z auch noch. Von 1 bis 100, von A bis Z. Hallo! Hallo! Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder. Irgendwie sowas, hier ist wieder euer lieber guter alter Spencer. Ja. Hallo Spencer. Ja, ich habe wieder Pakete von euch bekommen. Ich kann das und zwar gar nicht. Richtig, gar nicht. Richtig schwere, also richtige, warte mal, ich heb das auch mal hier. Aber wisst ihr was, guck mal, so schwer ist das gar nicht, ich kann das schweben lassen, guck mal. Guck mal da, in deinem Monitor. Er ist machtaffin. Alles Humbug. Ja, ich fange einfach mal mit dem hier an. Das kommt von einem Clemens, irgendwie Erdkonzept GmbH aus Hamsbach. Auf jeden Fall ist es sehr fragile, das Paket. Steht ja, da steht drauf. Steht drauf, ne? Wir schneiden das mal hier auf an der Seite. Hoffentlich kommt man nirgends mal hier aufschneiden. Immer nur schneiden. Geil. Komm, Minister schneidet. Die neue Staffel beim DOS habt ihr hoffentlich schon gesehen. Nächstes Jahr macht der DSD das. Ich bin mal gerade aus dem Bild hier, weil ich das... Echt? Ich mach das hier. Schnipp, 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 schnapp. Ja, das machst du nächstes Jahr. Übermenschliche Aufgaben warten auf ihn. Ja, das wird ja was, ey. Ich hab mir jetzt schon Folterinstrumente zugelegt dafür. Aha. Ach, guck mal. Nee, haha, falsch. Ah, hat er wieder hier. Ich mach mal ein bisschen Platz hier, ne? Oh, ich seh die Bierdecke. Das ist schon mal super. Hätte ja heute auch im Trödel keine kaufen brauchen. Was? Tesla Bier. Bier stellt keine Fragen, Bier versteht. Aha. Ja. Bier stellt keine Fragen, Bier versteht. Und ich brauche ein Bier. Ach, guck mal hier. Da steht da unten drunter Clemens Brock. Ja, auf dem anderen Ort stimmt. Und das ist geil auch. Hast du einen Verbrauch wie ein Tesla? Also fang an zu tanken. Ja, wir haben heute extra kein Bier dahingestellt, weil er hat es wieder drin gegluckert. Echt? Hoffentlich ist das jetzt kein Korn. Ja, oder Kot und Pipi. Das neueste Pilz. Erstmal ein fettes Danke. Du hast dich für das beste Pilz der Welt entschieden. Aha. Gebraut im Weldebrauhaus in Plankstadt. Dich erwartet ein Slow-Bier-Pilz mit höchstem Qualitätsstandard und zertifiziertem Slow-Brewing-Siegel. Scanne den QR-Code, ja, Brauerei. Müssen wir aber nicht langsam trinken dann, oder? Ach, das ist dieses Clemens. Ja, das ist das Schein. Heißt wahrscheinlich Clemens, ja. Ne? Und wir gucken da rein. Alto Belli. Ja, das kannst du aber mal so reinhalten. Ja, da muss ich erstmal wieder hochkriegen. Ach du Scheiße. Euch das mal Alter. An. Das ist alles Bier. Das ist ein ganzer Kasten, ne? Alter. Ist das ein ganzer Kasten? Was, wie viel sind das denn? Ach du Scheiße. Ja, es sind 18 Bier. Ja. 18 Bier. Sind das alles unterschiedliche? Nee, das ist alles die gleich. Die trinkt der Minister jetzt alle am Stück. Ist das jetzt unser Sponsorvertrag? Der lang angekündigte und heißer Sehen. Alter, geil, wa? Ja, hier, das ist ja mal nice. Ey, du hast ja Zuschauer, ne? Da hier du, hier ist das Noise. Noise. Bring the Noise! Bring the Noise! Bring the Noise. 4,8 Umdrehungen. Ja, so pilzig, ne? Wälder 1 Slow Beer Pilz zertifiziert vom Slow Brewing Institute. Ausgezeichnet mit dem internationalen Gütesiegel für herausragende Bierqualität. Aha. Die wurden gebraut vor 4 Jahren. Und dann, weil die Slow Brewen, sind die jetzt erst fertig oder was? Aber guck mal hier, Braumanufaktur seit 1752. Also auch nicht erst seit gestern. Ja, dann gönn dir mal eins. Ich nehme auch eins. Ja, klar, wir machen jetzt hier spontan Bier. Ja, gut, komm. Was soll das? So, da sind wir wieder. Ich habe hier die professionellen Biertester-Gläser. Schau mal hier, guck mal, die kann man auf das andere packen. Scheiße, ich habe zu tief ins Glas geguckt. Boah. Hast du das verstanden? Natürlich nicht, würde ich denn sonst lachen. Nochmal den Witz! Ja, ja, wir machen das jetzt einfach mal auf hier. Ja. Ist nicht gekühlt, aber ich mag ja auch gerne mal so... Aber guck mal. So oh, was passiert? Machst du schon wieder Sauereien? Nein, ich habe extra... So, wir, gerettet. Noise. Aber jetzt habe ich ja schon einen Vorsprung, ne? Passt ich habe auch gar nichts auch, geschmeckt. Ne? So, seht, wie es sich neigt. Jetzt habe ich hier die Tür offen gelassen, ne? Auch das noch. Ich denke schon, wer vögelt da draußen, ey. Kommen die Leute vorbei.
Ja, also das sieht schon mal sehr klar aus, ne? Das sieht richtig klar aus. Sieht ein bisschen aus wie so Apfelsprudel oder sowas. Aber ja. Weiter mein Gehirn, Lernsaft. Oder was ist passiert hier? Der Schaum, ja. Gerade war auch noch gut. Ja, gerade. Schaum, ja, weiß ich nicht. Kurz gut gewesen, ich sag mal 7, weil der war gerade gut. Der war eben gut, ja, ich bin dann nur bei 5. Aber haben wir eigentlich andere Gläser? Wir haben nur sonst andere genommen, oder? Wir haben immer die gehabt. Ich glaube, ich aber liegt vielleicht am warm und falsch eingeschenkt. Also gebe ich mal einen Bonuspunkt 6. Und du hast 7. 6, ja. So, zack, fertig. Geruch. Ja, ich muss gerade niesen, Alter. Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt niese, dann schütte ich das ganze Bier hier über den Tisch. Ja, dann mach ich jetzt so mache, aber. Und die Leute wieder was zu lachen. Ja, ja, genau. Hauptsache, DSD stellt sie wieder doof an. Ja. Ja, Pilz, ne? Angenehm, aber 6. Weil wir haben schon welche gehabt, die haben einen geilen Flavor versprüht. Ja, gehe ich mit. 6. Ist jetzt Pilzgeruch. Aber er kommt ja auf den Geschmack an, ne? Ja, dann. Und da fangen wir jetzt mal an. Pingelingeling. Ah, die haben was anders. Pilzig, das ist ja. Gut, ja, aber das ist. Aber da ist noch irgendwas anderes. Frisch, ich glaube, kalt geht das auch wieder richtig gut runter, weil diese Kohlensäure. Ja, wir haben es einfach nicht gekühlt, das war unser Problem. Ja, gut, aber es ist jetzt auch nicht zu warm. Und deswegen habe ich ja eben schon einen Bonuspunkt. Weil sonst muss ich vom warmen Bier nämlich immer rülpsen. Aber, das tut mir schon schmecken. Das ist ja. Das kann was, das ist, also, ist ich habe gerade, ich überlege die ganze Zeit, an was mich das erinnert. Wie viel Umdrehung, Leute? 4,8 haben wir eben gesagt. Also, ja, 4. Das ist, ja, jetzt kommt so ein bisschen mehr. Das ist nicht sehr, sehr hopfig, aber nicht so total bitter. Nee, das ist, das kannst du draußen in der Sonne gut gekühlt auf so einem Festival, oder kannst du das dir auf jeden Fall peitschen? Ja, ist das jetzt der Sponsorvertrag oder was? Also ich würde das, ja doch, ja. Das würde ich trinken, ja. Bring the noise! Bring the noise! Bring the noise! Geil! Das ist gar nicht schlecht. Ja. Kann man sich Was haben wir denn, Geschmacksnote? Ach, na, 8. Also ich finde 8, weil ich finde, das ist sehr süffig. Also 8, 8. Ja. Ja. Doch, also ich kann mich jetzt ein bisschen ärgern, dass ich es nicht, nicht kalt gestellt habe. Ja, gut, aber wusstest du, dass die da drin sind? Nein. Nö, wusste ich nicht. War ja jetzt kannst spontan. Ja hier das Paket im Kühlschrank legen, erstmal ein, zwei Wochen oder so. Das wäre auch geil, ey. Schön so eine Kiste da drin, ey. Pack das lieber jetzt oder hast du schon wieder? Jetzt beinahe wieder Unfälle gegeben. Ja, du hast doch deine Operationsinstrumente. Dann wäre das doch viel einfacher. Guck mal, jetzt fällt gleich die Flasche um, gut, dass ihr das nicht seht. Der ganze Tisch. Oh ja, es wackelt schon ein wenig bedenklich. Ja, dies als würden die. Ah, ich hab's wieder getan. Der Junge schafft mich. Nein, nein, ist nichts passiert. Nichts passiert, nur ein kleiner Nein. Wir haben's schon wieder getan. Jetzt nehme ich aber. Ich sehe es noch, wie er so macht. Ach ja. Schon mal vom Körper weg jetzt, ne? Ihr wollt doch sehen. Schmeiß lieber das Bier um. Wie es hier zu Schaden kommt. Geh schon mal weg, ey, weißt du? So, irgendwann haben die das Ding im Hals stecken. Das war noch ein bisschen mehr. Ich spitze gleich die Suppe wieder. Alter, ey. Ich lerne es aber auch nicht, ne? Hab ich denn wieder Pflaster dabei? Vielleicht habe ich ja auch richtig Bock da drauf. Wer weiß das? Ja, ja, klar. Wer weiß das denn? Der ganze Tisch ist schon zu gesuppt, Alter. Mein Bein aussieht, vielleicht ist das ja total zerschnitzt. So, nein, das ist nicht. Alter, der Typ macht mich echt fertig. Für alle, die es nicht gehört haben oder nicht gut gehört haben, sage ich noch einmal. Der Junge schafft mich. Ah, ein Brief. Ah. Oh, guck mal hier, es wird ein bisschen mehr. Aber kein Grund zur Sorge. Spinner sorgen für unterhaltsame Turbulenzen. Hallo Gorminister, und erneut ein Paket von mir. Von wem ist denn das überhaupt? Vom Sebastian aus Berlin. Ja, Sebastian, wir haben eben... 23.05. war das. Ist schon ein bisschen her. Monat im Kühlschrank liegen. Ja, ich muss halt immer so viel auspacken, deswegen kommt das später. Genau. Und erneut ein Paket von mir, dieses Mal nicht nur mit CDs, sondern auch mit Vinyl. Ja, herzlichen Dank dafür. Hab erneut aussortiert und wieder viel gefunden, was bei mir nur Staub ansetzt und immer noch keinen Bock, das ganze Zeug bei Amazon, eBay oder Discogs zu verscherbeln. Da ich nicht will, dass es in Hände raffgieriger Weiterverkäufer fällt, die null Ahnung vom Metal haben. Sehr gut, vielen lieben Dank dafür. Am besten wir verbleiben bei diesem Paket genauso wie beim letzten. Ja, such dir raus, was dich anspricht, beziehungsweise du Interesse hast. Den Rest gibst du bei Idiots Records ab. Ach, das war das CD-Paket.
Jetzt, oh, weil, alles klar. Jetzt ist, kommt die Erinnerung. Geht schon, ist schon, schon da zum Verkaufen. Alles super. Also ich hoffe mal, Hannes macht da vielleicht 2-3 Mark mit. Würde mich ja freuen. Die restlichen Sachen dann in ihrer Secondhand-Ecke aufnehmen können? Ja, genau. Nee, ich lese den nochmal vor. Ich habe jetzt hier wieder... Such dir raus, was dich anspricht. Zu spät. Oh. War ein schönes Auto. Ja, Erdbeeren. Mit solchen Hupen. Such dir raus, was dich anspricht, beziehungsweise du Interesse hast. Den Rest gibst du den Idiots Record Shop, die restlichen Sachen dann in ihrer Secondhand-Ecke aufnehmen können und es dann auch in neue Hände gelangt, von denen dann jeder etwas hat. Der Fan, der noch das ein oder andere gesucht hat, der Shop, der durch ein bisschen finanzielle Unterstützung erhält, der Gorgonisse, der ein paar, paar tolle Sachen mehr hat und ich, der weiß, dass das Zeug in guten Händen ist und nicht der Raffgier zum Opfer gefallen ist. Also dann, und Grüße aus Berlin, Sebastian. Ja, das stimmt. Der Raffgier fällt das hier sicherlich nicht zum Opfer. So viel kann ich versprechen. Wenn ich das mal hier so zur Seite setze. Alter, Benni, das ist nicht so schwer. Ja. Müll. Alter, jetzt haben wir hier nochmal einen Pumpf. Was? Willst du mich verarschen, Alter? Großartig, das ist fantastisch. Geil, ja. Guck dir das mal an. Wow. Willst du mich komplett verarschen? Respekt. Ich muss aufstehen. Da ist was umgefallen. Guckt euch das mal an. Ja, geil, Alter. Alter Vater. Schön. Ich habe keine Ahnung, was dabei ist. Ja, Respekt hatte ich. Es fängt an mit einer Platte. Mich hier weiter bewegen. Waxing. Das sieht mir hart nach Black Metal aus. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Bay City Rollers, ja. Die hier sollte man kennen. Da kommt man nicht. Alan Parsons Project. Ah, Pyramid. Oh, Alan Parsons, sehr gut. Ne, Alan Parson hier, mag ich auch sehr gerne und sehr, sehr, sehr lustig. Ja, Alan Parson, ne? Edgar Allen. Ja, Tales of, hier war es, Fall of the House of Usher, Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. Die habe ich tatsächlich. Ist das ein Hörspiel oder was? Nee, das ist ein Konzeptalbum. Geil. Aber die habe ich, aber ich glaube, ich habe die nicht. Nee, ich habe die nie, in so einem geilen Gattefold hier, wo noch so Buch drin ist und sowas. Die habe ich nicht. Geil. Ich habe nur die Standardversion. Das ist so eine typische Trödelplatte. Die Standardversion aber wahrscheinlich. Die findest du auf Trödelmärkten überall. Aber dann nehme ich lieber die und, oder nö, ich nehme die beide. Ich kann sein, oder? Doppelter Platten, falls du nochmal DJ wirst, ne? Zum auf meine alten Verlängern. Ja. Nochmal Alan Parsons Project. Was ist das hier? iRobot. Ach, guck mal. iRobot? Ja, iRobot. Geil. Von wann ist das? Von 77. Korrekt. So, noch bevor iRobot rauskam. Ja. Na guck. Geil. Jetzt haben wir hier Styx Paradise Theater. Boah, eine alte Amiga-Pressung, die die Erd hatte. Hat Kumpel früher mal getaggt. Weil Amiga ist doch... Amiga ist jetzt die demokratische. Das sagt man leider geil. Dann haben wir hier noch was ohne Hülle. Ich dachte gerade, Picture ist das blendet immer so. Supertramp. Ja, war auch cool. Geht auch immer. Supertramp kann man auch machen. Alter, dann nochmal Supertramp. Geil, Alter. Schön. Crisis. What Crisis? Auch hier, wenn man hinten drauf ist. Die Boys schön am Strand, Alter. Geil. Sehr geil. Was ist denn da drauf? Two of Us. Kenne ich das Two of Us? Just the Two of Us. Ja, nein, das war nicht Supertramp, oder? Saga. Oh. Oh, die Saga continues. Oh, drei Stück, Alter. Drei Stück von Saga. Das ist auch so schöner. Hast du auch noch nichts von? Nee. Ja, komm, Alter. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Dann noch einmal hier die Heads or Tails, Silent Night Saga. Da liegt schon mal eine kleine Collection, ne? Und noch eine, wahrscheinlich die Self-Titled. Auch alles schön mit Hüllen und so. Sehr schön. Das ist ja, Saga ist natürlich Mr. Big. Er kennt vielleicht der eine andere. Hier dieses Come on, little girl. Ja. Ist auch eigentlich so 80s Sound, oder nicht? Ja, ein 80s, 90s, aber die gab es ja auch schon vorher. Ah, okay. Cool. Aber hier Mr. Big 76. Ah, krass, cool. Ja, aber das, was du gerade so angeschaut hast. Aber hier auch, ne? Oh, mal umgedreht. Da ist nicht der Spanner, der Spannerin, ne? Die guckt hier die Boys an und will auch mal hier schön. Ich bin schon wieder müde. Dinge machen. Schnell ein Bier trinken, ne?
Maras. Das sieht auch wieder nach. Ja, Obscure Porn Production, das wird irgend so ein Black Metal-Kram sein. Sagt mir aber nichts. Hab ich aber auch noch nicht. Boah, das süffig, das ist auf jeden Fall so ein. Das kann auch wieder keiner lesen, ne? Wer kann denn diesen Black Metal-Schriftzug entziffern? Der Odin bestimmt. Der kann das lesen, oder? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es auf der Seite nicht lesen. Zwang heißt das auf jeden Fall. Was könnte das denn heißen? Ich habe auch einen Zwang. Wahrscheinlich kenne ich das sogar, ne? Und hau mich jetzt wieder kaputt mit dem. Oh, limitiert. Handnummeriert, 38. Hier cool. Ist so Gold eingelassen. Schön. Barclay James Harvest, das ist ja auch lustig. Ich habe ja angefangen, Barclay James Harvest mir einzuverleiben. Sehr geil, schön. Hexwessel, ja, die kenne ich wohl. Das ist, da habe ich sogar, glaube ich, noch ein Tape von. Die habe ich mal in so einem ganz kleinen Laden gesehen. Und da haben die Tapes verkauft. Yeah. Für 10 Euro. Limited Vinyl auch. Von Central Media. Oh, in Solila. Ist die? Echt, ja. Wer bist du denn? Oh, die darf ich ja wieder nicht zeigen. Hast du aber wieder nicht zeigen? Das darf ich wieder nicht zeigen. Wie? Es gibt Sachen. Was das hier ist? Was ist das? Man darf keine Platten zeigen. Bestimmt. Ja, manche darf man nicht. Echt? Zeigen. Ja, okay. Aber, Da. Was ist Silberblick das? Und Scherenhände. Ja, der Kriegerin, die Backenzähne des Teufels. Kunst der Teufel. Geil, die Goonies unter Geiern. Die Titel sind ja geil. Heute Jäger, morgen Taucher. Alter, Wunderkind, schmutzig Brot. Was das ist. Ja, das ist ja also das sieht mir vom Cover. Aber das ist eine Dame auf dem Cover, oder? Ja, aber wer ist das? Ihr werdet es wahrscheinlich wieder wissen. Die ist wunderschön. Pasco Jade? Ach, guck mal, da sieht man so nochmal. Ach, guck mal, da sieht sie nochmal richtig. Ungeschwingt, ne? Krass. Ach, hi, hallo. Silberblick, Schädel, super Titel. Keine Ahnung, was das ist, aber ich würde das mehr so auf so melancholic Deutschrock, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du, kannst du das denn in, ja, du kannst das wahrscheinlich von den Covern schon immer ausgehen und von den Titeln oder so, was das für eine Art von Musik ist? Ja, manchmal mutmaßlich einfach so, ne? Aber. Ja, aber liegst du meistens auch mit richtig dann, oder was? Ja, manchmal. So, die nächste Platte können wir leider nicht zeigen. First Press Black Vinyl. Also da bin ich sehr angefixt irgendwie, weil das sieht sehr so Singer-Songwriter-mäßig aus. Das finde ich ja voll gut. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Bier trinken. Ja, mach mal. Komm, ich trinke mit. Alter, was schickst du mir für Platten? Ich meine, ich finde die Band super und ich lasse mich auf gar keine Diskussion ein. Den Namen darf ich jetzt auch nicht sagen. Nein, ich würde mir da heute nichts mehr von kaufen, natürlich nicht. Aber damals, die ersten vier Alben sind halt legendär. Hat das dann mit Politik zu tun oder so? Oder mit ja, der wird irgendwann komisch. Ich mach's ganz kurz. Okay. Kann ja auch keiner ein Standbild machen, weißt du? Toll. Oh, Dötzrit! Die mag ich total gerne. Geil, die habe ich auch, glaube ich. Nee, Spirit Crusher, die habe ich noch nicht. Geil, ich hab nur die EP. Okay. Ich meine, das ist das Album von dem. Das Aha. Kann gut sein. Ist was für ein Song so? Oh, Black Metal. Crust. Farbig? Weiß. Boah, geil. Crust Punk, Black Metal, bisschen angeassiert, ein bisschen mit Melodien drin, aber geht halt richtig geil ab. Also ist richtig schön, ist genau mein Teil. Genau mein Ding. Ja, jetzt haben wir wieder was ich nicht lesen kann. Traktat zum Burnmale. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie so ein Stempel drauf auf der Platte, ne? Ja, auch. Oh, auf 99 limitiert. Geil. Aber was ist das? Vielleicht muss ich das verkehren halten. Vielleicht sind 66. Das ist auch limitiert. Nur so drauf gedruckt. Geil. Oder drauf gestempelt. Da unten, was stand da für eine Stadt? Am Rohbach? Grabfeld. Oh, Alter, Grabfeld ist schon ein geiler Name. Da würde ich gerne. Oh, guck mal. Das ist noch voll oldschool, so, ne? Einfach DIN A4-Blatt. Super geil. Voll gut, Alter. Geil. Aber wie jetzt. Ist das. Gebranntmarkt. Ich kann es. Heißen nicht die vielleicht auch Gebranntmarkt? Nee. Also, das ist echt schwer. Oder Grabunhold. Die Band gibt es ja auch. Aha. Ach, guck mal, hier noch ein Zettel mit Texten drauf. Vielleicht. Das hier. Guck mal, da ist ja auch voll Zeug drin. Ich habe keine Ahnung. Da ist noch hier so ein Beileger bei. Was steht denn da? Erhabenheit und Traktat zum Brandmale. Ihr Zuschauer werdet es wahrscheinlich wieder besser wissen als ich. Grabunhold könnte das sein. Ja, weil das erste ist ein G, glaube ich, ne? Also da kann man auf jeden Fall noch.
Also wenn das Grabunhold ist, dann habe ich was? Da sogar schon mal was von gehört, habe ich aber nie gehabt. Okay. Oh, das nächste ist wieder was. Oh, das ist ja eine ganz. Oh, alter Verwalter. Also alter Verwalter. Ich bin hier schon abgehend. Das ist ja eine richtige Großartigkeit. Vielen Dank, Sebastian. Oh, guck mal hier, jetzt kommt's. Arschgoat. Die Arschziege. Und ach, ist ein Split. Ja, wieder mit einer Band, die ich lesen kann. Aha. Oder ist das ein Split? Was? Aber es ist auf jeden Fall Arschgoat. Jesus Spawn. Die habe ich auch noch nicht. Aha. Du kennst Sachen, ey, der kennt Sachen, ne? Arschgoat, das ist super. Das ist richtig, ja, das ist so Oldschool, Black and Death, Black. Und was heißt dann Oldschool? Dann ist das so 80er, 70er? Oder ja, vom Sound eher räudig. Ja, ja, okay. Also ja, nicht so glatt poliert und irgendwie die Snares verrückt und sowas. Ja. Das einfach hier durchgescheppert. Und dann haben wir noch mal die 80er. Oh, yeah. Ist das da drauf? Nee, ist da nicht drauf. Ich guck gerade, was ist denn da Bekanntes drauf? Hast du schon gesagt, oh, was das für eine Clues? Mit Yellow. Das ist aber auch ein älteres Album, glaube ich. The schon, Race. Ne? Kenne ich nur mal. Ja, die von Formel 1 damals auch die Musik, ne? Zu der Chartshow halt im 83. Ersten. Und, da waren es auch noch drei. Ich meine, nur die beiden sind übergeblieben. Ist da nicht auch schon mittlerweile einer von verstorben von den beiden? Du, keine Ahnung. Also ich meine, seit Formel 1 habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt und seit das Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox, da war das nämlich auch die ganze Zeit drin. So, neues ist Bier. Tada. Oh, das wird wieder länger hier. Alter, Willi. Ja, da wird Idiot Records sich doch freuen, wa? Ja, da wird Idiot Records sich freuen. Alter, wie kann das sein? Also, was hast du gemacht? Hast du deine ganze CD sammeln? Also, wir holen jetzt das mal einfach im Stapel raus. Ich kann hier. Platten gehe ich ja mal gerne durch, ne? Guck dir die Menge an. Ja, hier haben wir schon mal einen so einen Stapel, ja? Zwei? Ja, gut, drei. Also das war jetzt vielleicht ein Viertel. Wer noch? Alto Billy, ey. Und da noch. Das ist natürlich toll, ne? Ich hole das mal von Idi jetzt ab. Vielleicht sollte der Minister demnächst einfach mal Unboxings direkt bei Idi jetzt machen. Ja, vielleicht wäre das eine Idee, aber dann bist du ja nicht dabei. Ja, ich komme dann mal dahin. Ich fand es ja letztes Mal auch schöner. Das hat ja Spaß gemacht. So. Wenn wir jetzt mal gucken hier. Hardcore. Ist da Hip-Hop bei? Ich fürchte nicht, weil wenn, dann hättest du die natürlich gekriegt. So, da haben wir so einen Stapel, den eben habe ich euch schon gezeigt. Ich habe gar keinen CD-Spieler. Turmbau zu Stapel. Krass. Ja. Ich könnte ja einfach mal den Karton wegschmeißen. Und, ja. Pass auf, der zerstört sich von langsam, der meldet. Ich höre niemand noch schreien. So, Alto Valley. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier, Autumn Blaze, okay. Guck du doch auch mal durch hier. Da kann ich wieder nicht lesen. Guck mal eben durch hier. Ich kann da gar nichts. Was? Landlos? Ich glaube, die behalte ich schon in der Cheesy Guide gewesen. Him! Ist da drauf Jesus oder? Ja, das ist Wicked Game drauf. Das ist das erste Him. Ach, Him sagt die, mir auch noch. Ja, okay. Obwohl, ich habe ja hier gar keinen CD-Player. Das ist total doof. Das kann ich nie lesen. Aber hier, Pain. Pain hört sich immer gut an. Nochmal Pain. Das kann ich auch nicht lesen. Ich kann das alles nicht. Fintroll. Das ist auch geil, dass ich diese ganze Metal-Schrift nicht lesen kann. Ne? Hier Graffiti, Alter, kann ich dir alles... weil das andere Styles halt auch sind, ne? Ja, aber... Nasum. Oh, guck mal hier, das ist ein Buch. Oh, nee. Oh. Da ist aber hier ein dickes Ding drin. Ja, Nasum mag ich ja tatsächlich auch. Okay. Die kommt auch mal an die Seite. Ah, okay. Also da ist mir egal, was ich. Da musst du trotzdem noch mal durchgucken, ne? Weil ich kann das meist ja nicht lesen. Hier, Moon. Dornreich. Nochmal Dornreich. Moon, hast du deine ganze Dornreich-Sammlung aufgelöst? Ich zeig das mal. Hier ist noch so ein Moon-Ding. Obwohl bei der Dornreich, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, da kenne ich jemanden, der da voll drauf abfährt. Ja, guck mal. Den Sozial. Ich darf die auch weitergeben, ich hoffe, ne? Du hast ja eh gesagt, dass du die, ne, entweder bei dir. Also, hier ist auch nochmal was. Guck mal mit so einem. Autumn Blaze. Ja, das kriegen auf jeden Fall nur Leute, die den ganzen Scheiß auch zu würdigen wissen. Ne? Beziehungsweise Idiots Records, damit der Hannes vielleicht ein, zwei Mark damit macht. Jetzt war es soweit. Da war er doch. Dankeschön. Ja, besser jetzt als nie.
Das haben wir ja. Hier auch mit so einem. Also, die Cover sind ja immer geil halt, ne? Hier auch wieder mit so einem Schädel drin und so. Ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Ich habe. Das ist schon wieder so verbotene Sachen bei, keine Ahnung. Warnrekords auf jeden Fall sehr viel. Hier steht auf jeden Fall drauf: You exist for nothing. Das ist natürlich auch ein geiler Bandname, Alda. Alda! Alda! Alda, ja super. Hier kann ich auch nicht lesen, was? The Discreets? Was? Heißt das so? Tiburest? Hier nochmal, hier auch. Wie gesagt, ich mir mehrere von. Alcest, oh, die sind super auch. Das ist auch schön. Hier, Todes, was? Todes? Not? Log? Ich hab keinen Plan. Da sind aber auch Sachen bei. Krass. Schon wieder Fintroll. Nochmal Fintroll. Nochmal Dornreich. Ey, du hast echt deine Dornreich. The Last Days. The Discreet. Green Day. Guck mal, hier steht auch noch voll, der Timecount hat dann handgeschrieben und die Nummer 500 oder so. Finde ich auch immer interessant. Weißt du, Monolith. Ah, die sind auch Monolith. Ist auch gut. Kenny von Jack Arnold. Das Geheimnis. Ja, ja, so ähnlich. Stein. So, was haben wir hier noch für einen Stapel? Jetzt gucken wir so an. Mal durch hier. Hast du schon durchgeguckt? Ja, den hast du schon. Ich ziehe nur Sachen raus, die hier. Ja, ist auf Spectral jeden Fall. Spectral Wound. Oh, das ist auch was Feines. Ich könnte ja den Turm jetzt höher bauen, dann sieht man auch wenigstens den Rest. Oh, ein Anathema-Album. Ich baue mal hier ein Türmchen, ne? Das fängt am Tisch an. Oh, ein schönes Anathema-Album, ja. Also, das ist hier schon so. So ist schon der Stapel hier. Ja, und tiefer gesetzt. Weiß ich nicht. Krass, Alter. Schattenthron. Ey, alleine an der Anzahl der Menge. Die Menge. Die Menge, ja. Ist ja unglaublich. Dornenreich. Satu. Krass, Alter. Ey. Oh, das kann ich nicht. Hat doch einer da gut gemeint mit dir, oder? Alter, oh. Wow, ey. Summoning. Ach, das konnte ich vorhin nicht lesen. Ja, da sind ja, hier, zwei, drei von halt. Summoning. Ja, steht auch hier für drauf. Dann. Ach, tatsächlich. Ja. Für Doofe wie mich steht es ja nochmal ein ganz normaler. Das sieht ja auch schön aus. Da habe ich doch schon mal eins gehabt mit diesem Moon. Was? Moon Sorrow. Da habe ich vorhin, das sieht aber schön aus. Da habe ich hier auch schon vorhin welche in der Hand gehabt. Ach, dann mal wieder runter. So. Ich gucke mal nicht mehr. Ja, ey, Hannes wird sich freuen. Da wird er sicherlich die ein oder andere D-Mark mitmachen. Oh, das ja, wäre doch geil. Das wackelt schon hier. Ja, großartig. Haben wir ja aber, schönes Bier verköstet. Aber eigentlich musst du die ja auch mal durchhören. Vielleicht gibt es ja noch Sachen, die dir trotzdem gefallen, die du nicht kennst, oder? Wo soll ich das denn durchhören? An meinem Rechner? Ich bring dir mal meine PlayStation 1 mit. Da kannst du auch. Ich habe auch eine PlayStation 1 hier. So ist das nicht. Ach. Ich bräuchte einen CD-Player. Ich muss mal irgendwo auf Billo so, glaube ich, so einen CD-Player hier schießen, obwohl ich. Ich glaube, ich habe einen. Ich habe noch alte DVD-Spieler. Ohne Ende. Ich habe bestimmt noch 3-4 DVD-Spieler. Ich habe aber gar keinen Bock auf CD-Player. Ja, normal, ich kinder. Die reichen mir da. Ich dachte, das wären VCDs noch von das früher. Das sind wirklich Sachen, die es vorher nie auf Vinyl gab, gerade so japanische. Also da hast du auf jeden Fall viel mehr CDs als ich. Also ich habe wirklich, glaube ich, nur so. Ja, die anderen sind alle im Keller. Da müssen wir auch drüber. Die CDs kommen ja bei mir auch. Ja, aber alleine wegen den Platten. Wie viel sind das? 1, 2, 3. Wie viel hast du noch wissen, weißt du? 25, 10, 15, 11, 12, 13, 14, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 Stück. Was soll ich sagen? Hammer. Dankeschön. Ja, ich bin ein bisschen konsterniert und sprachlos. Ja? Beim letzten Mal habe ich mir gedacht, so, CDs, was soll ich mit CDs? Aber hast du ja gesagt, irgendwie zu Idiots Records, ein Karton ist schon da, mehr oder weniger. Der Rest muss da jetzt hin. Das machen wir beim nächsten Livestream. Das wird schon an die richtigen Leute kommen und zumindest Kohle für Idiot. Das wird alles passieren. Mach dir keine Sorgen, Sebastian. Ja, vielen, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank an Knz. So stand das da drauf. Knz. Clemens, Clemens wahrscheinlich. Ja, ich hab schon leer. An das Bier. Ja, dann können wir ja gleich nochmal eins trinken davon. Das schmeckt nämlich ganz lecker. Also, liebe Neuss Brauerei aus Welde, wo kommen die her? Aus Plankstadt Schwelzingen. Ja, da kommt ihr her. Ja, geil. Wo ist denn das? Wir sind offen für Sponsorverträge. Ne? Ja. Seit neuestem. Wir als hier Ex-Kron-Fans. Jetzt immer noch mal was hier. Pingeling. Muss man ja auch mal was Neues, ne? Ja, was Neues. Irgendwann muss man ja auch mal was Neues. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, ich dachte schon wieder, du machst wieder einen schlechten Befall. Nee, deswegen trinke ich jetzt ein Wasser.
Bevor das hier wieder eskaliert, hier komm, abschalten. Abschalten, 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 pop. Hast du ausgegähnt? Ich hab ausgerülpst, ausgegähnt. Super. Ich glaube, einen Pumps muss ich noch lassen, aber. So. Bitte nicht. Ich muss mich nochmal eben kurz verabschieden, ich mach mir die Tür zu. Bis gleich. Macht der hier das? Boah, er kriegt die Tür nicht zu, Alter, ey. Meine Fresse. Ja. Der braucht ja auch 10 Minuten, bis er zu seinem Balkon kommt. Ja, im Westflügel braucht man halt mal ein bisschen länger hier, ne? Alto Belli. Alto Belli. Ja, das ist was für. Was? Das ist sehr gewichtige Pakete. Ja, das ist richtig, ey. Geil.